Dann kam noch mal der Winter. Ach ja. So ist das. Aber langsam wird es wärmer werden. Ich hoffe es. Weil braucht kein Winter mehr jetzt. Erst wieder im November. Bitte. Danke. Daniel hat mir gestern ein Stückchen Kuchen mitgebracht. Das ist seine ein halber Kuchen und das ist mein Stück Kuchen. Ja, ein Stückchen. Mhm. Halber Kuchen, Stück Kuchen. Merkt ihr was? Ich muss wieder die Gabel nachpacken. Das ist eine Kuchengabel. Ja, es ist keine große Gabel. Es ist eine Kuchengabel. Nicht wunder, Hogwarts Legacy läuft schon. Ja, der Niffler flitzt da rum, wie verrückt. Der Niffler? Ja, da ist gerade ein Niffler umhergerannt. Okay, wir müssen spielen. Tschüss. Schon wieder unscharf. Wir müssen gleich RBB gucken, oh. Also unseren regionalen Fernsehsender. Öffentlich-rechtliches. Ja, weil Daniels Kostüme sind da gleich zu sehen. Ja. Und zwar 5 Stück auf der Eisbahn. Schauen wir mal, ne? Gucken wir mal. Ne? In 10 Minuten geht's los. Ja. Spannende Sache. Manometer. Mhm. Schon wieder im Fernsehen. Ja, für alle. Was, für alle? Mhm, zum Gucken. Ach so, ja. Im Fernsehen für 2 Sekunden. Aber sie waren im Fernsehen. Nicht alle 5 zu sehen, aber ein paar. Olaf war zu sehen, Mini war zu sehen. Doch, waren doch alle zu sehen. Patrick? War zu sehen. SpongeBob war zu sehen. Aber nicht zum Schluss in groß, ne? Nee, Pinguin weiß ich gerade nicht. Es war so schnell. Gesehen. Die haben auch ein eigenes Maskottchen, so ein Bären. Ja. Ja, ich glaube, den Pinguin habe ich nicht gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der war einmal so klein im Hintergrund und dann einmal ganz groß vorne, wo ein paar waren. Ah, das war. Das war. Mh. Einfach zum Schießen, die zwei, oder? Sei mal nicht so gemein zu ihr. Sei mal nicht so gemein zu ihr. Hör auf. Hör auf, sie zu ärgern. Oh, arme Mia, ey. Vielleicht von der anderen Seite? Was isst du da überhaupt? Zeig doch mal. Mhm. Sweet and hot. Genau, das Richtige für Katzen. Ja, Mia. Hast du Pech gehabt? Ich sitze hier gerade so erstmal Hallöchen und lese und wundere mich, was ist denn das für ein komischer Fussel, der in der Luft hängt? Naja, egal. Dann geht Muni in die Nähe und der Fussel salzt sich ab. Es war eine Spinne. Jetzt ist sie draußen. So. Ich muss da gewartet, bis Daniel mich anruft. Da hat nämlich jetzt Feierabend und fährt ins Lager. Das Zeichen für mich und die Dusche zu springen. Und dann, ich habe gerade schon angefangen, denn ich konnte heute aus dem Locker das Fairy Tale Camp 2 rausholen. Und ganz witzig, diesmal gibt es eine Karte. Ganz im ersten Band nicht. Jetzt haben wir mal geguckt. Ja, ich sehe richtig. Ja. Gut, ich gehe jetzt erstmal in die Dusche. Und dann lese ich weiter. Genau. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte heute. Ah, seht ihr, da muss ich noch bei Instagram das posten, dass ich es geschafft habe, meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Jo, das ist auch schon mal schön. Ich sage, bis 16 Uhr möchte ich alles geschafft haben. Das hat funktioniert. Und von daher, ich glaube, das mache ich erst. Ich muss hier ein Foto dann machen von moi mit. Nee, und es geht natürlich nicht mit Schmierhaaren. Also erst duschen, Haare füllen und dann das Foto machen. Genau, es war ein bisschen später, aber das ist ja egal. Es geht ja nur, dass es heute ist. Richtig? Richtig. Genau, weil ich muss ja auch ab und zu mal wieder auf Insta-Story ein bisschen aktiv werden auf meinem neuen Instagram-Account. Hi. Wie sieht denn da? Na? Ja, da gibt es Leckerlis. Mia hat die alle aufgegessen. Kannst du die gerne nehmen. Klaut dir wahrscheinlich auch keiner mehr. Mampf, Mampf, Mampf. Schon geht's los. Okay, ab in die Dusche. Schmierhaare wegmachen. Okay.
Das ist auch selten, dass alle drei auf dem Kratzbaum sind. Joa, so. Dani muss noch länger warten im Lager auf die Rückgaben, was etwas nervig ist. Der eine ist also 5 Minuten losgefahren, sollte aber schon längst eigentlich da sein und braucht eine halbe Stunde. Und sowas mag man ja wieder. Vor allem, die muss ihre Medikamente kriegen, eigentlich schon längst. Ich kann ihr das nicht geben. Die nimmt es ja nicht mehr. Nachdem wir diese Anti... Okay. nicht Anti... Doch, die Anti-Egal-Kügelchen da. Die sie jetzt auch noch bekommt, weil sie einfach total die Depressionen hat. Ja. Einfach keine Lust zu essen hat und nichts. Kaum hat sie das Zeug bekommen, was wir gestern auch gegeben haben. War Daniel. So ein Mini-Bisschen bloß, weil sie das ausgesaugt hat, weil es wirklich sehr ekelhaft schmeckt. Und deswegen nimmt sie die anderen Medikamente nicht mehr auf der Creme, weil sie denkt, das ist das andere Zeug. Oh. Aber danach hat es wunderbar funktioniert, wo sie nur so ein Mini-Bisschen davon genommen hat. Das musste sie jetzt alle 2 Tage bekommen. Es hieß ja sowieso schon, dass wir alle 2-3 Tage geben sollten. Hatten wir noch nicht gemacht. Wir dachten, das wird schon. Aber nein, das wird nicht. Also kriegt sie das jetzt auch. Und ich hoffe immer, dass das alles wieder... Die Ärzte meinte auch, das ist alles psychisch bei ihr, dass sie nicht isst. Das ist so... Katze, ey. Echt. Ja. Depressive Katze. Das hatte sie ja 3 Tage lang gehabt, nachdem Muni zu uns kam. Da war sie ja 3 Tage wirklich depressiv, hat nichts gegessen und nichts, keine Leckerlis, keine Krümel, kein gar nichts. Da war es ja auch so, aber das ist schon so lange jetzt. Wahrscheinlich einhergehend mit dem ganzen Kremsel da, dass ihre Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Und weiß ich nicht, was noch in ihrem Köpfchen vorgeht, keine Ahnung. Müssen wir einfach in den Griff bekommen. Stimmt's mir? Schaffen wir schon. Mit immer runzeln Stündchen jetzt, so immer so. Alles scheiße, alles doof. Gut, ich habe mich jetzt entschlossen, doch das Buch weiterzulesen. Aber ich habe nicht mehr viel. Ich wüsste, ich muss morgen auslesen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Fairy Tale Camp habe ich jetzt 1 Kapitel gelesen. Die sind ja auch relativ lang, habe ich festgestellt. Ich will jetzt unbedingt das hier zu Ende lesen. Ich habe hier noch 7 Kapitel. Genau. Also jetzt vielleicht nur noch 6. Ja, das möchte ich gerne noch. Tschüss, Mia. Da geht sie dahin. Jo, genau. Ich habe auch heute wieder in Mädchenwiese gehört. Da bin ich jetzt so weit. Aber das werde ich ja quasi pausieren müssen, weil ich ja ab dem 1. März zusammen mit Heidi bis zum Abendrot lese. Ich werde aber bis zum Abendrot hören. Einfach weil. Genau. Auch das werde ich wahrscheinlich, alles was es als Hörbuch gibt, werde ich eben hören. Das ist dann irgendwie so nebenbei schneller. Muss ich halt nur gucken, bis... Was? Daniel, los! bis wohin ich es immer hören muss, noch gucken. Genau. Und danach geht es dann mit dem auch wieder weiter. Ich muss auch gucken mit dem Abo von BookBeat. Das läuft ja auch am 10.3. aus. Wie ich es dann weiter abonniere. Frau mal. Na, da ist Mia wieder. Mensch. Jo, aber jetzt erstmal hier weiterlesen. Die Eilentrüller geht mir tierisch auf den Zylinder, aber okay. Ja, da werde ich jetzt weiterlesen und warten, dass Daniel kommt. Es ist jetzt schon gleich 19 Uhr, das heißt, mein Handy werde ich gleich wegpacken. Die Rechen sind schon längst aus. Und mal gucken. Aua, pieks. Passiert hier heute nicht sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich die beiden Tage dann zusammenschneiden werde oder nicht. Das muss ich sehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch. Muss ich immer spontan entscheiden. Der Vlog von heute war auch nicht wirklich. Der ging irgendwie zu früh online, habe ich festgestellt. Wie auch immer das passiert ist, fragt mich nicht. Was wollte ich sagen? Unscharf. Das wollte ich nicht sagen. Ja, der war ja auch eher nichtssagend gewesen, aber gut. Manchmal sind halt Tage einfach nicht so doll. Vor allem, wenn man sich Gedanken über so ein Kätzchen macht, ne Mia? Naja, morgen kriegt sie anderen Kram wieder und dann wird es auch wieder supi werden.
dann gibt es wieder einen Tag richtig gut und wir hoffen, dass es dann immer langanhaltender ist und sie den Scheiß nicht braucht. Das war nur, ja, anderes Medikament für Schilddrüse.